Ich glaube, dass wir zwei Dinge voneinander unterscheiden müssen. Das eine sind die Berichte über die Telefonate von die abgehörten Telefonate von Hillary Clinton und John Kerry vom BND, die dort abgefangen worden sind. Ich will an der Stelle noch einmal betonen, dass wir zu dem Prinzip stehen, dass engste Freunde gezielt, systematisch und massenhaft zu bespitzeln, nicht unser Verständnis von bundesnachrichtlichen Diensten ist und dass dies auch nicht der Fall ist, sondern dass wir hier nach wie vor von einem Vorgehen der USA reden gegenüber Deutschland, das mit dieser abgefangenen Nachricht nicht vergleichbar ist. Allerdings, der Fehler des BND im Jahr 2012, den Mitschnitt von Hillary Clinton nicht sofort zu vernichten, der ist, glaube ich, unbestritten so einzugestehen. Dieser Fehler scheint aber korrigiert zu sein. Jedenfalls sieht es ja derzeit danach aus, dass die Gespräche Kerrys sofort gelöscht worden sind. Und ich denke, das ist auch die richtige Vorgehensweise und das richtige Verhalten eines Bundesnachrichtendienstes. Zum anderen geht es aber um die Meldungen, dass der Bundesnachrichtendienst gegebenenfalls NATO-Partner ausgespäht hat. Hier ist die Türkei im Gespräch. Ich will an der Stelle sagen und betonen, dass die Türkei aus unserer Sicht ein Partner für Deutschland ist und bleibt und dass für Europa und für die NATO es ein ganz entscheidender Partner ist, mit dem wir die vertrauensvollen Beziehungen weiterentwickeln und weiter ausbauen wollen. Wir dürfen ja immer über die Medien erfahren, dass der BND was macht, was er vorher dementiert hat. Also es wurde ja dementiert gegenüber dem parlamentarischen Kontrollgremium, dass die amerikanischen Freunde in Anführungszeichen ausspioniert werden. Jetzt hat sich gezeigt, dass es doch getan wird und natürlich auch die Türkei als NATO-Partner ausspioniert wird. Das drückt natürlich schon aus, dass sich die Verselbstständigung der Nachrichtendienste in einem Ausmaß verbreitet hat, wie wir uns das alle nicht vorstellen können und was wir doch als hochbedrohlich ansehen müssen, auch für die demokratischen Grundsätze in diesem Land. Die große Frage, die sich dort stellt, haben sich da nicht in Wirklichkeit schon gewisse Monsterzustände rausgebildet, wo die Geheimdienste, die Nachrichtendienste agieren außerhalb jeglicher parlamentarischer Kontrolle. Und da muss ganz klar das Primat der Politik wiederhergestellt werden. Die Geheimdienste müssen von der Politik, vom Parlament kontrolliert werden. Und es muss dafür Sorge getragen werden, mal ausgenommen davon, dass wir ja sowieso der Meinung sind, sie sind überflüssig, dass sie der demokratischen Kontrolle unterliegen. Wer hat das Parlament angelogen? Es wurde deutlich gesagt, da wurde nicht spioniert, jetzt kommt es doch heraus. Und deswegen will ich das insofern schon personalisieren, dass im Mittelpunkt dieser Affäre natürlich der BND-Chef Schindler stehen und auch Kanzleramtschef Altmaier. Sie müssen der Öffentlichkeit und müssen auch im Parlament erklären, wer jetzt eigentlich die Wahrheit gesagt hat und wer gelogen hat. Und ich glaube, man muss beiden raten, das sehr schnell zu tun.